Max Reinhardt wurde am 9.9.1873 in Baden bei Wien geboren. So steht es in den Biografien zu seiner Person. Vielerorts wird in diesen Tagen sein 150. Geburtstag gefeiert. Doch gibt es für Datum und Ort kaum Belege. Selbst für Max Reinhardt war es schwer, eine Geburtsurkunde zu bekommen. Hannes Steindl mit einer Spurensuche. Baden ist ein alter Kurort mit wunderbar alten Häusern und Höfen. Sommerlich, heiter, hell. Das schreibt Max Reinhardt in seinen Erinnerungen um das Jahr 1940. In diesem Haus in Baden kommt er am 9.9.1873 auf die Welt, wohl mehr zufällig, denn seine Mutter weilt in dieser Zeit in Baden als Kurgast. Belegt ist dies im Stadtarchiv im Rollet-Museum in den Kurlisten. Weil da nämlich seine Mutter, Frau Rosa Goldmann, Kaufmannsgattin mit Frau Schwägerin und Dienstmädchen aus Wien, angekommen ist am 8. August und er ja dann am 9. September auf die Welt gekommen ist. Dies ist der wichtigste Beleg zu seiner Geburt. 5 Jahrzehnte später ist er bereits der berühmte Theatermagier in Berlin und mit den Salzburger Festspielen höchst erfolgreich. Wenn es gelingt, dieses Kunstwerk dem großen Publikum eines Volkstheaters wirklich nahe zu bringen, so wäre einer seiner wesentlichen Aufgaben erfüllt. Doch nach wie vor ist er ohne Geburtsurkunde. Jahrelang führt Reinhardt einen intensiven Briefverkehr mit der Gemeinde Baden. Auf Ihre Zuschrift teilen wir mit, dass die Geburt des Dr. Max Reinhardt, früher Goldmann, in unseren Matriken nicht verzeichnet ist. Die regelmäßige Führung unserer Matrikenbücher beginnt erst mit dem Jahr 1878 und er ist ja 1873 geboren. Auch die israelitische Kultusgemeinde in Baden hat erst 10 Jahre später Geburtenmatrikeln angelegt. Reinhardt braucht aber eine Geburtsurkunde, um die Schauspielerin Helene Thiemig heiraten zu können. 1935 lenkt dann Badens Oberrabbiner ein. Der Oberrabbiner Kahlebach stellt dann dieses Geburtszeugnis aus, das sich heute, glaube ich, im Theatermuseum befindet. Wir haben hier nur eine Kopie davon. Und das wird dann am 16. April 1935 wird dann endlich eine Geburtsurkunde ausgestellt. Helene Thiemig hat ihre Theaterkarriere im Stadttheater Baden begonnen. Es gab 1921 in der Stadt die Überlegung, ob nicht Max Reinhardt das bankrotte Stadttheater übernehmen könnte. Das hat sich aber zerschlagen. Dennoch, im Stadttheater Baden trägt das Foyer, in dem auch Veranstaltungen abgehalten werden, seinen Namen. Immer wieder besucht Max Reinhardt mit seiner Mutter oder den Geschwistern die Kurstadt. Auch das neu errichtete Strandbad hat ihn interessiert. So gibt es einen Eintrag in der Badener Zeitung vom Juli 1929. Er wurde von mehreren Gästen erkannt und war natürlich bald Gegenstand allgemeines Interesses. Immer wieder gab und gibt es in der Kurstadt Baden Erinnerungsveranstaltungen an den großen Sohn dieser Stadt, Max Reinhardt.